Ja, hallo Leute, willkommen zu meinem nächsten Video. In meinem letzten Video habe ich euch das Bundle vorgestellt von der 8.8 mit Besatzung und dem Sonderkraftfahrzeug 7. Bin da ein bisschen auf die Schwierigkeiten eingegangen beim Zusammenbau und würde euch heute kurz das Endresultat zeigen, bevor ich mit meiner nächsten Vorstellung beginne. So, wir hatten ja das Problem, dass das Geschütz relativ locker auf der Lafette stand und das Kanonenrohr durchhing. Mit dem Problem des Kanonenrohrs habe ich es so gelöst. Ich habe einfach einen kleinen Zinnblock dazwischen geklebt, so dass das Geschütz in einer geraden Position aufliegt und somit ja, nicht durchhängt. Des Weiteren habe ich den Zapfen vom Geschütz ja, verlängert und habe da eine kleine Base als Gegenplatte gegengeklebt, um das Geschütz halt zu befestigen. Sieht zwar nicht schön aus, erfüllt aber ihren Zweck. Und das Geschütz ist jetzt im 360-Grad-Winkel nutzbar. Ich habe jetzt das Ganzschild noch nicht festgeklebt, um mir halt die Lackierung zu vereinfachen. Jo. Ja, so viel zum Umbau der 8.8. Der Aufbau meiner deutschen Armee geht stetig weiter. Ich war ja eine lange Zeit mit den Russen unterwegs und da war eines meiner Lieblinge das M17. Dabei handelt es sich um das amerikanische Halbkettenfahrzeug, das mit einer Vierlingsflak ausgerüstet ist. Das kann aufgrund des Rüstungspakts auch von den Russen verwendet werden. Und dachte mir, sowas brauche ich auch für meine deutsche Armee. Habe da mal ein bisschen rumgeschaut und geguckt, was es da so gibt. Bin dann zuerst auch auf das Sonderkraftfahrzeug 7 gestoßen, das die Vierlingsflak mitnehmen kann von den Deutschen. Habe dann aber weitergeschaut und bin dann auf den Opel Blitz gestoßen, der mit einer 2 cm Flak ausgerüstet ist. Und beim Opel Blitz handelt es sich ja um den LKW. In der Variante mit der Flak, ist das Fahrergehäuse aber gepanzert. Also handelt es sich dabei um ein Armored Car, was auf Rädern unterwegs ist. Und mit einer Flak fand ich eine super Kombination. Hab dann weitergeschaut und habe dann auch gesehen, dass die sogar mit einer Vierlingsflak ausgerüstet werden kann. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Habe mir das Modell bei Tarek und Steffen bestellt. Und das schauen wir uns jetzt mal im Kurzen an. Wir nun zum Opel Blitz. In dem Bundle befindet sich natürlich der Opel Blitz mit der 2 cm Flak, 2-Mann-Besatzung und dem Munitionsanhänger. Es gibt die Variante, das Modell ohne den Munitionsanhänger zu bestellen. Ich habe mitbestellt, er hat fürs Spiel an sich keine Relevanz, fand ich aber eigentlich ganz cool. Ist auch abnehmbar durch die Anhängerkupplung, die hinten befestigt ist. Und ja, entweder werde ich das, ich und Dennis wollen demnächst ein Spielfeld selber bauen, vielleicht nehmen wir das einfach als ja, Deckung oder sonstiges dazu. Oder man kann sowas natürlich auch immer gerne als Missionsziel nehmen. Deswegen fand ich das ganz cool, habe das gleich mitbestellt. Wenn man den einzeln bestellt, ist er sogar ein bisschen teurer, also habe somit noch ein paar Euro gespart. Nehmen wir den jetzt mal raus. Die Besatzung ist auch wie ganz normal die gleiche, wie wenn man die 2 cm Flak separat bestellt. Sie wird auch in dem einständigen Blister geliefert. Und ja, schauen wir uns doch mal den Opel Blitz an. Also der Aufbau war eigentlich relativ einfach. Im Endeffekt mussten nur die Räder rangeklebt werden. Die Ladefläche musste draufgeklebt werden. Die Panzerplatte und die Achse und die Beinvorderräder. Also das war wirklich einfach und schnell gemacht. Die Flak an sich ist natürlich schon ein bisschen aufwendiger. Also je nachdem, ich habe es wieder so versucht, sie mobil zu gestalten. Das heißt, das Kanonenrohr kann hoch und runter sich bewegen und das Geschütz kann im 360-Grad-Winkel gedreht werden. Habe ich auch wieder so gemacht, dass ich einfach nur eine kleine Gegenplatte geklebt habe. Und ja, finde ich halt spielerisch immer ein bisschen besser, als wenn das
Geschützstar aufgeklebt ist. Wie ihr seht, habe ich die jetzt die Flaggen nicht auf der Ladefläche befestigt. Einerseits will ich das sehr mobil haben, denn in meiner weiteren Recherche habe ich auch festgestellt, dass der Opel Blitz auch mit der Vierlingsflak ausgerüstet werden kann. Also wusste ich, dass der Dennis noch eine zu Hause übrig hat. Die hat er mir dann auch vermacht und dann habe ich mir einfach die Vierling besorgt von Dennis. Habe die auch so gebaut, dass ich die im 360-Grad-Winkel drehen kann. Im Endeffekt auch wieder eine Gegenplatte unten geklebt. Die Vierling war relativ schwer zusammenzubauen, da ich da wahrscheinlich wieder so ein Montagsmodell erwischt habe. Wenn man das hier auch ein bisschen erkennen kann, fand ich das Modell auch unsauber gegossen. Also es war einer der schwierigsten Modelle, die ich jetzt von Warlord zusammenbauen musste, weil man doch vieles schleifen und biegen musste, so dass ich dann mit dem Resultat zufrieden war. Die Besatzung habe ich jetzt noch nicht fertig gemacht, habe erstmal nur das Geschütz zusammengebaut und grundiert und kann natürlich jetzt das Geschütz einmal stationär nutzen oder auch auf dem Opel Blitz. Leider reicht die Ladefläche von der Größe nicht so wirklich aus, um die Vierling drauf stabil zu befestigen. Aber es geht schon, wenn man die einfach aufwiegt und hält schon relativ gut. Ja, und diese Kombination fand ich äußerst interessant. Konnte die letztens auch im Spiel testen und muss sagen, ich glaube mit 190 Punkten ist diese Einheit auf jeden Fall die Punkte wert. Oh. Ja, das war auch schon mein kurzes Review zu dem Opel Blitz mit Flak. Solltet ihr Fragen zum Modell haben, schreibt es in den Kommentarfeld. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Tschüss!